Heimspielfinale im Jahr 2014 und das am Nikolaustag. Zu Gast am Tivoli die SG aus Wattenscheid. Bei der Aufstellung vertraute Trainer Peter Schubert erneut den 11 Akteuren vom Erfolg gegen Siegen. Den Gegner hat er unter der Woche als offensivfreudiger beschrieben. Und die Gäste, die wollten das auch gleich mal bestätigen. Vierte Minute, die Hintermannschaft der Alemannia noch unsortiert. Danach übernahmen aber die Hausherren das Kommando. Hier zielt Behrens knapp am Kasten vorbei. Aachen spielbestimmt und mit vielen Halbchancen. Wattenscheid steht tief und lauert auf Konter. Und so dauert es bis zur 29. Minute, ehe sich die Überlegenheit der Schwarz-Gelben auch im Ergebnis widerspiegelt. Flanke von Dennis Dovidat und in der Mitte setzt Fabian Graudenz entschlossen nach, behält die Nerven. Die verdiente Führung für die Hausherren. Hier nochmal schön zu sehen, wie Graudenz im Rücken des Verteidigers spekuliert und dann ganz überlegt vollendet. Wattenscheid hält in Durchgang 1 aber ordentlich dagegen und antwortet postwendend. Oppermann wird in Szene gesetzt und dann ist es zunächst der Pfosten, der rettet und im Nachschuss zielt Taskin knapp daneben. Kurz vor der Pause hätte dann erneut Fabian Graudenz das beruhigende 2:0 machen können. Schöne Einzelleistung, aber am Ende scheitert er an Gästetorwart Boss. Es blieb bei der knappen Pausenführung, die war allerdings trotzdem hoch verdient. Durchgang 2 begannen die Gäste dann offensiver. Hier zielt Schwadorf knapp daneben. Aber wenn der Gegner kommt, ergeben sich Räume und die Alemannia nutzte diese jetzt exzellent. Der Eckball für Wattenscheid ist sichere Beute für Freddy Löhe, der trotz Grippe im Tor stand und dann geht es schnell. Konterfußball aus dem Lehrbuch, über dem Mai kommt der Ball zum starken Tobias Mohr. Der setzt sich gut durch und hat dann das Auge für Fabian Graudenz. 2:0 in der 64. Spielminute. Nochmal der perfekt getimte Pass von Tobi Mohr und am Ende kann Graudenz ganz locker ins leere Tor einschieben. Es war der Knackpunkt der Partie. Die Alemannia dominiert Wattenscheid jetzt nach Belieben und hat Lust auf noch mehr Tore. Behrens geht im 16er ins Dribbling und wird von Mohr matt gelegt. Klare Sache, Elfmeter für Aachen. Das ist eine Aufgabe für Tim Jerath. Trocken verwandelt, die Entscheidung am Tivoli. Zuletzt benötigte man den Lucky Punch. Heute machten es die Spieler in Schwarz aber deutlich souveräner und hätten in der Folge eigentlich noch weitere Treffer erzielen müssen. Hier vergibt am Ende Dovidat die Mehrfachchance. Er hätte ohnehin im Abseits gestanden. Von Wattenscheid kam jetzt nichts mehr, was aber vor allem an einer starken Alemannia lag. Immer einen Schritt schneller und vor allem aggressiv in den Zweikämpfen. Der Ball kommt zu Müller und das Aluminium rettet für die Gäste. Wenn es an diesem Tag überhaupt etwas zu bemängeln gab, dann vielleicht die Effektivität. Behrens völlig frei, einmal und zweimal. Das weiß er selbst, so eine Chance, die darf man auch schon mal reinmachen. Macht aber nichts, die Alemannia siegt vor nur 7000 Zuschauern nach toller zweiter Halbzeit hochverdient mit 3:0 und ist dank des Patzers von Rot-Weiß Essen jetzt die alleinige Nummer 1 in der Regionalliga West. Ja, schönes Gefühl. Ne? Also es war ein sehr, sehr souveräner Sieg in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit haben wir uns das Leben wie erwartet schwer gemacht. Da sieht man in der Liga, dass da jeder mit jedem mithalten kann. Aber wir haben die Qualität und die geile Truppe, dass wir halt so eine zweite Halbzeit abliefern. Erste Halbzeit haben wir schon zu tun gehabt, haben wir sehr fahrig gespielt und haben den Gegner sehr häufig eingeladen, haben Gastgeschenke verteilt, waren heute ein bisschen wie Nikolaus unterwegs, glaube ich. Gegner konnten es nicht nutzen, haben dann ein Tor gemacht, als wir dann auch wirklich im Spiel drin waren. Und haben dann zum Ende hin das Spiel dann schon souverän nach Hause gebracht. Ja, das ist unser Manko-Moment, dass wir nicht alle Chancen reinmachen, die wir bekommen. Aber wie gesagt, ob jetzt 3-0, 1-0 oder 8-0, das ist mir eigentlich egal, Hauptsache 3 Punkte. Wir haben 3 Tore gemacht aus unseren Chancen, aber von der Qualität der Chancen, die wir hatten, waren die schon deutlich, deutlich besser. Und natürlich könntest du ja auch noch ein 4. oder 5. machen. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Ich glaube, mit 3-0, da hat auch jeder seinen Spaß dran gehabt.